Hallo, das ist für Kanal Ich und das darf bei YouTube veröffentlicht werden. Mein Name ist Johanna Rieger. Ich bin in Polen geboren. Wir sind 1989 nach Deutschland gekommen und bin direkt in die deutsche Klasse auf so einem Dorf in Vogelsberg. Ja, da wurde man, also Kinder sind grausam. Da war schon problematisch für mich, dass ich halt in Polen alles stabil, meine festen Freunde und alles gut war. Und ja, mein Elternhaus, was ich erlebte, hat jeder erlebt irgendwo in Polen. Also was heißt jeder, aber jeder Zweite. Und in Deutschland war das auf einmal alles nicht normal und ich hatte weder in der Schule noch zu Hause irgendwo eine Zufluchtsstätte. Ja, mein Leben in Deutschland begann erst, als wir nach Reskirchen gezogen sind. Und auch meine Drogenkarriere. Also ich habe genau das Gegenteil wie alle anderen. Meine erste Droge war direkt Heroin in der Schule, auf der Schultoilette. Erstmal wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Wir haben Filme gesehen, das war in den 90er, wo man Heroin auf jeden Fall gespritzt hat und niemals durch die Nase. Also das wurde nicht bei uns aufgeklärt. Ja, und als meine Freundin mir dann meine erste Nase gegeben hat, war ich voll auf begeistert. Das war meine Droge. Und irgendwie erst nach einer Woche habe ich sie gefragt, was ist denn das eigentlich, AIDS? Ich war eigentlich gut in Englisch, also hätte ich es wissen müssen. Ja, und dann sagte sie, ja, das ist Heroin. Ja, und dann dachte ich mir, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Weil, so wie man das so geschildert hat, ne, mit den typischen Bahnhofsjunkies und Spritzen und Blut. Ja, das war eigentlich alles ganz schön sauber. Zunächst, ja. Bis man dann den ersten Entzug hatte. Und ich habe zu dem Zeitpunkt über viel AIDS verfügt, weil mein damaliger Freund ein Dealer war. Und ja, der hat mich mit genügend versorgt. Ja. Und ich brauchte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel, weil ich ja erst angefangen habe. 6 Monate später erst war das. Und bis dato hatte ich kein Jerky oder Entzugserscheinungen irgendwie gespürt. Oder man weiß gar nicht, wie viel der Kopf eigentlich eine Rolle spielt. Weil, wenn du es nicht weißt, dann, also ein Beispiel: Mein erster Jerky. Ich hatte AIDS zu Hause und dachte, ich habe eine Grippe. Bin im Bett geblieben, meine Mutter hat mir noch Tee gebracht und alles. Und dann ruft meine Freundin an und sagt, ja, was machst du? Ja, ich bin krank, mir tut alles weh. Und ich liege im Bett. Die so, ja, du hast Turkey. Ich so, was habe ich? Ja, du hast Entzugserscheinungen. Ich so, nee, doch. Ich so, ja, aber ich habe noch AIDS. Ich wollte mir das aufheben, bis es mir wieder besser geht. Ne? Ja. Dann sagt sie, ja, nimm, dann geht's dir besser. Und dann habe ich es tatsächlich genommen und dann ging es mir besser. Ja, und 10 Minuten vorher hat meine Mutter mir noch Tee gebracht und wollte mir Fieber messen. Und ja, 10 Minuten später, ja, ich gehe raus, ciao, ging es mir wieder gut. Aber sie haben es trotzdem nicht kapiert. Auch als ich im Urlaub innerhalb von 3 Wochen 20 Kilo zugenommen habe. Weil ich auf kaltem Entzug war. Ja, kurze Zeit später bin ich auch abgehauen von zu Hause. Also nichts hat mich aus dem Haus gescheucht, egal was für ein Materium oder nicht, oder was für ein Stress oder nicht. Aber der Entzug hat mich aus dem Haus getrieben. Da hatte ich endlich den Mut, irgendwie abzuhauen. Ja, leider Gottes kurz danach auch meine Schwester und die ist 2,5 Jahre jünger. Ja,
Jedenfalls war das schon alles schlimm genug, aber ich hatte halt noch meinen Dealerfreund, der dann aber auch anfing zu konsumieren. Und dann zum einen wurde er von seiner kurdistischen Familie verstoßen und zum anderen haben wir nicht mehr so viel Geld gehabt, ja. Ich hatte, niemand weiß das, weil viele Leute babbeln hier, aber man kann sich kaum vorstellen, das war damals in Gießen. Ich hatte mit 16 60.000 Mark in der Tasche, also nicht in der Tasche, aber in der Wohnung versteckt, ja. Kann man sich kaum vorstellen. Nie Taschengeld bekommen, aber dann auf einmal so viel Geld besessen. Ja, dass das irgendwie Dealen war und das war mir gar nicht so bewusst. Bis zu meiner ersten Aktion mit der Polizei. Ja, da war ich gerade mal 17. Und da haben die mich im Möbelgeschäft reingeworfen. Meine langen blonden Haare, die dicker waren, vors Gesicht, ich kriegte keine Luft, auf dem Bauch gelegen. Und die ganzen Leute, es war auch noch in Gießen, ach du, das liebe Mädchen, lassen Sie doch in Ruhe. Das ist kein liebes Mädchen, das ist eine Dealerin, ja. Knapp 17. Ja, heute habe ich so ein ähnliches Städtchen irgendwie am Hals. Bad Orb heißt es. Und ich würde es keinem empfehlen, obwohl es da ganz viele Drogenabhängige gibt. Nur irgendwie, da es Bad Orber sind, übersieht es halt die Polizei. Weil es aus ihrem eigenen Städtchen und man will es ja nicht irgendwie öffentlich machen. Ja, aber zu mir zurück. Wie gesagt, man fand das gar nicht so schlimm, so wie man es gehört hat. Also die Aufklärung war in den 90ern scheiße. Ja, was soll ich noch sagen? Mit 23 habe ich Crack kennengelernt. Das ist eigentlich so meine Droge. Was hat mein Arzt gesagt neulich? Dass nicht das Age mich umbringt, sondern das Crack. Auch meine Psyche. Also ich habe ganz schön zu leiden, gerade wenn ich so psychisch instabil bin, was meine familiäre und ja, Situation angeht. Da habe ich dann mehr Stress, wenn ich konsumiere als sonst. Paranoia, Verfolgungswahn, das Pulen an der Haut. Das sind alles so Nebenwirkungen. Dann kriegt man Wunden an den Beinen, also mit 42 habe ich zum ersten Mal ein offenes Bein. Mein Arzt sagt, dass es aufgrund der Mischung ist, die da reinkommt. Also es ist nicht ohne. Ja, ich habe auch 5 Jahre gekifft. Das kam also, es fing mit Age an und danach kam erst alles andere so. Deswegen, man kann gar nicht sagen, harte Drogen, weiche Drogen, weil alles kann deine erste Droge sein. Und ich fand das Kiffen eigentlich auch schlimm. 5 Jahre eigentlich nur im Bett gelegen und ich war glücklich, wenn der Kühlschrank voll war. Wenn ich meine Heißhungerattacken hatte und wenn was Geiles im Fernsehen lief, wie Walking Dead, dann war ich glücklich. Ja, dann verlor ich meine Wohnung, dann kam alles anders. Und erst als ich nach 5 Jahren aufhörte zu kiffen, habe ich gemerkt, wie viele Informationen mir abhanden gekommen sind im Gehirn. Auf einmal kam alles wieder. Ja, so langsam bin ich dabei, es wieder abzutöten. Nein, ich will, also. Mein zukünftiger Ex-Mann würde er wahrscheinlich so sagen, also zukünftige Ex-Frau sagt er immer. Eigentlich gestern sollte alles in Ordnung sein. Der bringt mich gerade ins Gefängnis, ja. Und höchstwahrscheinlich werde ich dort auch landen. Und ja, also alle sind der Meinung, das Knast würde mir gut tun, ja. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Zum einen, weil man die Angst davor verliert,
Davor denkst du dir noch, oh Gott, Knast und so weiter und so fort. Wenn du es kennengelernt hast, findest du es gar nicht mehr so schlimm. Und dann gibt es eine Grenze, die wieder mal überschritten worden ist und wo man nicht den Joker auspacken kann und mit Knast drohen kann, sondern du kennst es schon, ja. Ich war davor jungfräulich, vor 2 Jahren, und jetzt erwartet es mich das zweite Mal. Klar, es ist hart, aber es ist nicht mehr so hart, wie als wusste ich nicht, wie es ist. Aber es ist nicht das Beste, was mir passieren kann, weil danach gehst du raus und hast genauso wenig Perspektive wie vorher. Also, wo gehst du hin? Zum Bahnhof. Das Beste, was ich auch möchte, ist Therapie. Aber jeder versucht es zu verhindern. Ja, ich will in Therapie, weil ich satt habe von den Menschen so respektlos behandelt zu werden. Viele verstehen nicht, dass die Menschen da auf der Straße, egal wie dreckig sie sind, egal wie was die gerade babbeln oder wie die gerade drauf sind, dass die eine Lebensgeschichte haben, und das vergessen einige. Auch die Jugendliche, Alter, Walter und wie die alle labern. Ja, ich habe auch als Jugendliche gerade das Labern und Gär. Aber so respektlos waren wir nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Also die sind sich nicht darüber im Klaren, dass die genauso Junkies sind wie jetzt die Junkies am Bahnhof. Es dauert noch nicht lang. Ja, also es dauert noch ein bisschen, meine ich. Und weil sie kiffen, sind sie nichts Besseres. Oder weil man Koks snieft und nicht raucht, ist man auch nichts Besseres. Man ist genauso süchtig wie die anderen auch, nur halt ein bisschen sauberer. Also Einstiegsdroge, meiner Meinung nach, sind schon Zigaretten und Alkohol, weil wir haben so mit 12, 13 angefangen, Kippen zu rauchen. Wir hatten halt in Reiskirchen, ein Dorf, nichts zu tun. Und jeder, der irgendwie so, ich war irgendwie der Chef der Loser-Clique, wo jeder dann hin wollte. Ja, und irgendwie waren wir so die verlorenen Kinder. Nicht vom Bahnhof so, aber von Reiskirchen. Weil wir irgendwie nicht in die Jutze, Jugendzentrum gepasst haben oder uns geschämt haben, weil wir kein Selbstwertgefühl hatten. Und ja, was macht man dann? Man trifft sich unter der Brücke, und das war unser so Stammplatz, und pafft halt ein paar Zigaretten. Und dann trinkt man ein bisschen Alkohol. Ja, und dann rennt man schon irgendwie mit Kleidchen und Strapse durchs Dorf. Wenn man nicht weiß, was man tut. Ja, Einstiegsdroge, so wirklich. Ja, wie gesagt, das sind, was heißt so wirklich? Das würde ich Einstiegsdroge sagen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe Heroin genommen, ich wusste nicht, was es ist. Und als ich es wusste, fand ich es nie so schlimm. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Aber wie gesagt, ich finde Kiffen auch schlimm. Es ist bei jedem individuell, was den anderen. LSD, ja, Feierdrogen. Ja, die einen bleiben hängen, die anderen werden nie erwachsen. Also auch irgendwie hängen geblieben. Ich habe zum Beispiel meine Jugend nachgeholt, da war ich 30. Mit den ganzen Feierdrogen, ja. Also wenn schon, denn schon. Dann muss man dann schon alles ausprobieren, wenn man schon bei der Enddroge ist. Naja, wobei ich Enddroge Crack sagen würde. Ja. Erst dann, ne, ist mein Leben so wirklich, wirklich kacke gewesen. Gespritzt, das war nie mein Ding. Also ich habe es probiert, aber bin nicht drauf hängen geblieben. Die Narben kommen von Pulen und sonstigem Scheiß. Ja, zum einen, also das Crack ist eine schnelle Droge. Ich bin aber schon schnell.
Und das macht mich halt noch schneller, also setzt meine Psyche durch. Aber das Schlimme bei Crack ist, dass dich das, also es gibt Menschen, die schon von Natur aus scheiße und böse sind und die werden dann noch schlimmer und bösartiger. Also die würden dir für 10 Euro in den Rücken stechen, ja. Und Leute wie ich, da gibt es halt eigentlich gar nichts, was einen so wirklich vergessen lässt. Und anscheinend ist die Psychose stundenlange Beschäftigung, damit ich halt ein paar Sachen vergesse. Ich weiß, dass mir das nicht hilft. Im Gegenteil, ich führe gerade einen Kampf, wo ich weiß, dass ich ihn damit verliere. Aber das ist wie ein Leidensdruck, weil man kennt was, was einen kurz vergessen lässt und macht es eigentlich nur noch schlimmer, ja. Und was anderes lässt mich halt nicht vergessen. Die Droge bringt mich jedes Mal in Schwierigkeiten. Alkohol, ich nenne das auch Droge, bringt mich jedes Mal in Schwierigkeiten. AIDS schlafe ich nur. Obwohl AIDS nehme ich eigentlich schon lange nicht mehr. Ich nehme Methadon. Aber schlafe ich nur? Ja, Tabletten schlafe ich nur. Also wenn man schon irgendwie unterwegs sein will und vergessen will, dann ist es das Crack. Und das macht gierig, man braucht immer mehr Geld, also du kriegst nicht die Schnauze voll. Das Age hast du irgendwann genug. Da bist du gesättigt, deine Rezeptoren sind voll. Und bei Crack hast du kein Ende, kein Limit.